Die Karpfen laufen wieder wild hier am Bernsteinsee. Es wurden schon richtig große Brocken rausgezogen. Und ja, wir testen heute mal, was denn so geht. Ja, das sieht doch schon gut aus. Hier gerade erst angekommen, ausgeworfen, Futtermische zusammengetüdelt, die Ruten aufgebaut und jetzt raus mit den ganzen Ködern. Wir haben es jetzt gerade Mittagszeit. Ich denke mal, jetzt gleich in den Abendstunden geht es dann gleich auch ordentlich los. Hier schön auf Karpfen, mal wieder am Bernsteinsee. Es wurden schon Trophies ohne Ende gefangen. Also richtig viele Schuppenkarpfen-Trophies, Zeilkarpfen und so weiter. Ist im Discord auch schon alles schön gepostet. Link zum Discord direkt unterm Video. Einfach mal reinschauen, was da schon alles rausgezogen wurde. Ja, und jetzt geht es hier gerade los. Das sieht auch schon nach dem ersten schönen Schuppi aus. Einfach mal der erste Brocken. Das Ganze ist wahrscheinlich eher weniger auf Frequenz als auf große Brocken ausgelegt. Denn wir sind hier mit relativ großen Ködern auch unterwegs. Da gehen wir ja gleich im Detail noch drauf ein. So, zack, da ist er. 10 Kilo Schuppi. Fängt schon gut an. Kann man schon mal machen. So, das Ganze direkt wieder raus und ich werfe gerade, ja, ich sag mal so grob hier in diesen Schatten. Man kann auch ein bisschen weiter rechts, auch hier so in diesem Bereich. Also sucht man sich einfach eine Area und dann raus damit. Ich muss jetzt immer so ein bisschen gucken. Ich habe ja keine Skillpunkte mehr drin in der Route. Und mit dem Auswerfen ist es da immer so ein bisschen tricky. Wenn man einfach nur stehen bleibt und dann wirft, dann fliegt der Köder mal links, mal rechts, also so ein bisschen kreuz und quer. Da merkt man schon, ob da Skillpunkte drin sind eben oder nicht. Und was man eben machen kann, das mache ich allerdings auch schon seit Jahren so, immer so einen kleinen, also im Auswurf so einen kleinen Schritt nach vorne, dass man eben noch gerader wirft sozusagen. Und so war das jetzt auch gerade möglich, alle drei Routen, zack, genau hier in den Schatten rein, dass man dann da auch einen Spot richtig anlegen kann. Ja, das Ganze, wie gesagt, sieht schon ganz interessant aus. Ich hatte gerade im Discord gesehen, einfach hier in der Trophy-Halle, da stapeln sich die Trophies. Der Big Cowley rasiert hier gerade unnormal. Gerade hier noch ein Lederkarpfen, Schuppenkarpfen, Schuppenkarpfen, Zeilkarpfen, Schuppenkarpfen, Schuppenkarpfen. Also das jetzt hier alles von heute Morgen. Geht also richtig rasant zur Sache hier. Und auf verschiedenste Köderkombis, hauptsächlich auf Krill und auf Lachs. Und gucken wir mal, haben wir hier gerade irgendwas? Genau, das ist hier, glaube ich, jetzt so ganz klassisch zusammengebaut. Ich habe jetzt hier mal einen 1-0er verwendet. Bin jetzt hier, also 1-0er Haken. Bin jetzt hier mit einem 36 Kilo Setup unterwegs. Und habe hier den 25er Pellet und 20er Lachs und Kräuter mit drauf, Lachs als Dip und das PVA, da gehen wir gleich im Detail auch noch drauf ein, wird jetzt auch natürlich erstmal ein bisschen getestet, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle hier mit dem PVA. Wenn das so ist, dann ist es gut, wenn das lübt. Genau, das andere Setup ist so zusammengebaut, dass ich hier ein bisschen kleiner dran gegangen bin mit 18er Krill und Lachskräuter Soluble, also auflösend. Wir sind hier mit der klassischen Haarmontage gerade unterwegs, also sinkende Boilies, sinkende Pellets und ja, das Ganze eben jetzt hier mit auch noch diesen auflösenden Lachsboilies. Das kann man natürlich auch gut noch verwenden, also die Nummer kleiner, die 16er zum Beispiel, in dem PVA habe ich jetzt hier nicht drinne. Aber wenn man da eine Futtermische machen will, die noch mehr auf Krill geht und noch mehr auf Lachs, dann vielleicht sogar hier diese auflösenden Boilies mit reinschreddern. Da dann natürlich aufpassen, dass man das nicht zu sehr überfüttert, weil das eben sehr große Partikel dann sind. Und ein Spot dadurch dann eben schnell überfüttert wird. 18er und genau 20er, auch hier wieder würziger Lachs und dann hier das PVA-Netz. Das ist noch eine ganz alte Mische gewesen. Die lag so rum in den Taschen. Ja, ich glaube, ich hatte noch so 20 Stück davon. Maismehl als Basis, Krill-Feed-Pellets, Krill einfach noch mit drin. Dann ist hier Lachs und Thunfisch mit drin und roter Krill. Also das Ganze ist hier schon sehr krill-lastig eigentlich. Aber wir gucken einfach mal, ob das nicht auch funktioniert. Wie gesagt, die Frequenz im Großen und Ganzen ist ja eh aufgrund der großen Boilies eher ein bisschen geringer.
Und da bin ich gespannt, ob da noch ein bisschen was reingeht. Dann habe ich noch einen zweiten Test laufen und das wird ein längerer Test. Das Ergebnis gibt es dann nächste Woche. Ich denke mal so um den 19.05. herum, hat also noch ein bisschen Zeit das Ganze. Und zwar teste ich gerade die Wenger als Rollen im Vergleich zur Goliath. Also Goliath einmal hier im Test. Und das Testergebnis zwischen Wenger und Goliath gibt es dann, wie gesagt, ich denke mal so nächste Woche um den 19. herum, dass ich das dann mal so ein bisschen auswerte und die beiden dann ausgiebig gegeneinander vergleiche. Aber jetzt, wie gesagt, für die längere Zeit muss das natürlich auch nochmal getestet werden. So ist die Situation. Ich teste jetzt hier natürlich erstmal weiter, probiere jetzt hier noch ein bisschen weiter aus. Also es gehen hier die Brocken schon ganz gut rein und ich bin gespannt, jetzt so gleich, wir haben 17 Uhr, wann jetzt gleich hier die ersten großen reingehen und dann schauen wir uns das nochmal an. Na, und es zuppelt weiter. Sehr gut. Ich habe gerade noch mal ein bisschen neu ausgeworfen. Ich habe mir das gerade auf der Map noch mal angeschaut. Wir landen, wenn man hier genau in diesen Schatten reinwirft, landen wir ziemlich, ja, hier eher so in diesem flachen Bereich. Und ich wollte schon hier an der Kante landen, denn wir wissen ja mittlerweile auch von den ganzen Bootstouren mit Echolot und so, dass solche Kanten immer ganz interessant sind. Und deswegen bin ich jetzt doch ein bisschen weiter rüber, habe mir jetzt hier diesen Schatten genommen und werfe jetzt quasi in die Richtung. So, da gucken wir mal. Da haben wir schon den nächsten Kandidaten. Gar nicht mal so groß, aber dafür, dass ich hier gerade frisch ausgeworfen habe, ist das doch schon gut, dass es hier auch direkt wieder anläuft. Ja, das sind auch jetzt hier die etwas kleineren Boilies, hier nur auf 18er. Ich hätte eigentlich immer ganz gerne so ein bisschen, ja, so ein Mischmasch, ne? Also zum einen, zack, genau, Schritt nach vorne und raus. Zum einen eine schöne Frequenz dabei, deswegen mache ich in der Regel zwei Routen ein bisschen kleiner und eine Route dann mit den dicken, fetten Boilies, da können dann die Trophys drauf rasseln. Na, guck mal hier, mitten in der Nacht und es zuppelt auf einmal los hier. Das ist ja angenehm. Gerade war auch schon ein kleiner Schuppi wieder hier auf der Mitte. Ja, die kleineren Köderkombis scheinen tatsächlich auch deutlich besser zu gehen. Aber nach wie vor deutlich, deutlich geringere Frequenz als an diesen anderen Spots. Aber natürlich auch hier größere Köder, ne? Das heißt, wenn man hier vielleicht mit Pop-Up-Rig unterwegs ist, vielleicht sogar nur mit Mais oder so, kann man hier mit Sicherheit auch eine schön hohe Frequenz erzielen. So jetzt im Moment ist das eher alles auf entspannt. Aber immerhin rasseln sie hier rein, schön auf Krill und auf Lachs. Ja, ich werde noch ein bisschen weiter testen. Ich werde auch die Morgenstunden gleich nochmal weiter durchziehen, in der Hoffnung auf einen schönen feisten Drill. Vor allem hätte ich eben auch gerne einen großen Drill auf der großen Spule hier, auf der Goliath. Dafür, guck mal, da geht es direkt weiter. Da hätte ich ja richtig Bock drauf. Was man natürlich beachten muss, das ist eben ganz gefährlich, hatte ich jetzt zuletzt im Stream auch schon gesagt, wenn man diese Rolle verwendet, das ist halt ähnlich wie beim Karpfenangeln mit einer Tagara, aufpassen, denn das Teil hat natürlich von einer Einkurbelgeschwindigkeit, also Übersetzung in plus großer Spulenkopf, ein wahnsinniges Tempo drauf. Von daher ganz vorsichtig sein dann beim Karpfenangeln, tunlichst, dass die Shift-Taste vermeiden. Im Idealfall gar nicht Shift drücken, sondern einfach nur versuchen, locker einzukurbeln. So, ganz auf entspannt und dann lübt das auch. Guck mal, hier im Chat werden hier auch schon die Trophys gefangen. Trophy-Schuppenkarpfen 24 Kilo. Also, es lübt hier. Ich bin übelst gespannt, wann bei mir hier die nächste Trophy reingeht. Vielleicht geht sogar noch was Seltenes rein. Das wäre natürlich mega gut. Ein seltener Karpfen würde mir noch fehlen. Ansonsten bin ich ja komplett versorgt mit den Karpfen. Aber die seltenen, die können gerne noch reinrasseln hier und mir weitere meine Trophy-Jagd versüßen sozusagen. So, komm raus hier. Ich weiß gar nicht, wie viele seltene, ob das hier ein Spot ist, wo viele seltene gehen. Das, was ich bisher gesehen habe an der Stelle hier, waren hauptsächlich Schuppenkarpfen. Einige Trophys allerdings, einige Schuppenkarpfen-Trophys.
Aber so seltene, ja, bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Mal gucken, ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen durchziehen. Dann werde ich gleich auch noch mal testen, vielleicht an der alten Festung, noch mal ein bisschen auf Amur. Auch das dann noch mal im Vergleich mit dem, also mit der dicken Rolle, wie sich da so eine Goliath auf Amur macht und so Sachen. Letzten Endes ist es natürlich einfach auch eine entspannte, oder es ist einfach nur entspannter mit so einer großen Rolle dann angeln zu gehen, weil eben wahnsinnig viel Schnur drauf geht, ne? Ich habe da jetzt die 36er Schnur drauf, die geht da komplett drauf, können wir uns gleich nochmal eben kurz angucken. Also ganz entspanntes Angeln hier mit relativ dicker Schnur. Und ja, Bremskraft und so, die reicht natürlich auch komplett. So, komm ran hier, schön keschern das Ganze. Und da ist er, nochmal 10 Kilo. Und wir werfen direkt nochmal wieder aus. Zack. Oh, der ging jetzt aber ein bisschen weiter links rüber. Ja, da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen, wieder dieser Schritt nach vorne in dem Moment, wo man quasi wirft, dass die Köder dann auch gerade fliegen. So, ja, aber so viel dazu. Also, im Großen und Ganzen einfach mal testen. Gönnt euch hier ein paar Trophies. Gerne auch unten mal reinschreiben, welche Köderkombis ihr noch probiert habt, die funktionieren. Ich bin gespannt, was sich da jetzt auch in den nächsten Tagen noch so im Discord ansammelt an Informationen zu der Stelle, welche Köderkombination da am besten funktionieren. Also, wenn es hilft, Daumen da lassen, hilft mir, Kanal abonnieren hilft noch mehr und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags immer um 19 Uhr, Petri.